Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir haben heute ein Thema, nämlich Demenz und Depressionen auf die Agenda, die wir heute mal ein bisschen kritisch analysieren wollen. Kommt das immer mehr auf oder sind da irgendwelche Stoffwechselvorgänge innerhalb der Menschen, die dafür verantwortlich sind? Das möchte ich heute diskutieren mit Professor Dr. Jörg Spitz. Sie kennen ihn, da ist er. Herzlich willkommen, lieber Jörg. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Demenz und Depressionen werden häufig zusammen genannt, haben auch sicherlich gemeinsame Ursachen oder haben 100% gemeinsame Ursachen, sind aber von der Schulmedizin mal wieder nicht heilbar, nicht therapierbar, doch therapierbar, ja, aber richtig therapieren sind, glaube ich, 500 Alzheimer-Medikamente in den letzten Jahren versucht worden zu entwickeln und alle in den Topf gegangen. Wollte man, konnte man nicht haben, haben nichts gebracht, weil die Idee war, dass dort irgendein Prozess ist, der die Zelle stört und das Eiweiß, was da ausgeschieden wird, das müsste man auflösen, das sei toxisch und so. Man hat aber jetzt ganz klar gesehen, dass auch bei der Demenz nichts anderes besteht oder Voraussetzung wie bei der Krebsentstehung. Eine Gehirnzelle muss ernährt werden, wie jede andere Körperzelle auch. Und wenn diese Ernährung nicht gut ist, zum Beispiel zu viel aus Zucker besteht, ja, dass die Zelle ein Diabetes bekommt, ja, man nennt die Demenz auch Diabetes 3, ja, weil eine Insulinresistenz eintritt, weil die Zellen das nicht mehr verwerten können und dann kommt es zum Stoffwechsel absinken, das heißt also zur Energie Lücke. Und wenn eine Zelle nicht mehr genügend Energie haben kann, dann können die Stoffwechselprozesse nicht ablaufen und dann bleiben halbfertige Produkte oder Stoffe bleiben liegen und dann funktioniert diese Zelle nicht mehr. Dann haben wir eine demente Zelle, eine tote Zelle, eine demente Zelle. Und das geht eben Zelle für Zelle. Und wenn ich nur ein paar Zellen zerstöre, dann stört das mein Popöchen da oben überhaupt nicht. Das funktioniert immer noch hervorragend. Aber wenn ich immer mehr Zellen zerstöre, dann bin ich nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge zu erinnern. Dann bin ich nicht mehr in der Lage, die einfachsten Dinge zu tun. Und dann habe ich die Diagnose der Demenz. Aber die Ursache ist eine lang anhaltende Stoffwechselstörung, zu denen vielfältige Dinge beitragen. Das eine ist unser liebes Vitamin D. Die Gehirnzellen brauchen alle Vitamin D, um optimal zu funktionieren. Alle Nervenzellen. Was noch dazu gehört, ist, dass wir Entzündung kleinschreiben, beziehungsweise das Wechselspiel von Entzündungsaufbau und Entzündungsabbau, dass wir das beherrschen durch Omega-6 und Omega-3. Wenn wir das nicht beherrschen, haben wir immer einen Überschuss an Omega-6 und dann hält die Entzündung Einzug, auch bei den Gehirnzellen. Und die Depression, die nicht ganz so komplex ist wie die Demenz, die Depression ist nichts anderes als entzündete Gehirnzellen. Nehme ich dem Körper, die im ganzen Körper befindliche Entzündung wieder weg, indem ich zum Beispiel Omega-3 zuführe, mich anders ernähre, dann kann ich auf diese einfache Art und Weise eine Depression heilen. Bei der Demenz ist es schwieriger, da kommen mehrere Dinge zusammen, komplexer zusammen, aber auch da, wenn ich da an 10, 12 verschiedenen Schrauben drehe, und das hat ein amerikanischer Kollege, Bredesen, vor etlichen Jahren schon getan, kann ich eine beginnende Alzheimer-Demenz wieder zurückführen. Eine beginnende Störung meiner kognitiven Fähigkeiten ist kein Schicksal, sondern noch einmal ist eine Störung der Gehirnfunktion. Und wenn ich dem Gehirn wieder die Substanzen gebe, die es braucht, um gut zu arbeiten, dann verschwindet auch diese negativen Effekte wieder. Ja, ich glaube, das war doch die Mary Mubrunt oder sowas, die dann Studie mit MCT oder sowas gemacht hat. Das war die Kollegin, die ihren Ehemann saniert hat. Genau. Er war Buchhalter
und hat dann Zahlen durcheinander geworfen. Und das ist auch schon viele Jahre her. Und sie hat dann das getan, was ich halt auch getan habe, in den Unterlagen gelesen, in den Forschungsunterlagen gelesen und hat dann gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, den Zellstoffwechsel zu beeinflussen und hat dann gesehen, dass ein Medikament auf den Markt kam, wo so etwas mit bewirkt werden sollte und die Truppe, die Firma hat dann gesagt, ja, aber da muss ihr Mann sich vorstellen und da müssen wir ihn prüfen, ob er auch reinpasst in die Gruppe. Und dann haben sie ihn getestet und dann war er schon zu schlecht. Haben sie ihn wieder rausgeschmissen, dann war sie ganz verzweifelt und hat sich dann angeschaut, was dort denn als Bestandteile in diesem Medikament war. Und das war Kokosfett. Und dann hat sie gesagt, Kokosfett, das kriege ich auch so. Das kann ich mir besorgen. Und dann hat sie ihrem Mann Kokosfett reingeschoben. 2 Löffel täglich. Ne? Und dann war der wieder in der Lage, nach kurzer Zeit die Uhr wieder zu malen, hat dann den Test nochmal gemacht, hat den bestanden und ist dann damit hineingekommen. Und sie hat dann viele andere Dinge auch noch getan. Und er war hinterher wieder in der Lage, draußen seinen Traktor zu fahren, um den Rasen zu mähen. Also der war durchaus wieder in der Besserung drin. Und diese Botschaft ist dann aufgefangen worden von anderen. Da gab es dann eine finnische Truppe, die hat eine Studie gemacht, wo sie 4 verschiedene Faktoren, Ernährung, Bewegung, Vitamin D und noch etwas gemacht haben, wo sie gesagt haben, das geben wir Menschen mit Beginn kognitiver Beeinträchtigung und haben die entsprechend gedopt sozusagen im Vergleich zu einer Gruppe, die das nicht bekommen hat. Und nach 2 Jahren war aktenkundig, die Demenz oder diese kognitive Beeinträchtigung ist stehen geblieben. Sie haben sie nicht komplett rückwärts, aber sie ist stehen geblieben. Und da ist mir dann die Idee gekommen, nicht das Einzelne ist es, nicht Vitamin D, nicht die Bewegung, nicht Omega-3, sondern die Kombination verschiedener Substanzen. Und Bredesen, ein amerikanischer Neurologe, hat dann eine Alzheimer-Therapie entwickelt. Er hat ein Buch darüber geschrieben, genauso wie der deutsche Kollege Nils, die Alzheimer-Lüge, ja, wo gesagt worden ist, Vitamin D wird zwar auch gebraucht, aber Depression und Demenz sind keine Schicksale, sondern sie sind selbstgemachte Probleme, die wir auch wieder lösen können. Und bezeichnenderweise hat Nils nichts anderes zusammengetragen als Bredesen. Und Bredesen hat wieder nichts anderes gehabt, als sie finden oben in ihrer Studie. Das heißt, sind verschiedene Leute sind zu dem Zeitpunkt aufgrund der Einsichten, die da waren, dazu gekommen zu sagen, man kann etwas tun. Und Bredesen hat dann ein Training entwickelt, wo er Kollegen trainiert hat, mit den Menschen diese bestimmten Stoffwechselprozesse zu ändern und sind dann in der Lage gewesen, in durchaus beachtlichem Umstand in Amerika das Ganze schon anzuwerfen. Und wir werden jetzt im nächsten Jahr wahrscheinlich in Deutschland auch so eine Ausbildung der Kollegen machen. Parallel auch der Endverbraucher, das heißt der betroffenen Angehörigen, damit sie damit anders umgehen. Damit sie wissen, dass das kein Schicksal ist, was sie aushalten müssen, sondern dass sie ein paar Schrauben drehen können und dass es ihrem Angehörigen dann unter Umständen wesentlich besser geht. Dass er plötzlich wieder pflegeleicht wird. Ja, den Prozess können wir noch nicht vollkommen aufhören. Aber wir können vieles darin stoppen, weil der Körper wieder die Ressourcen bekommt, die er braucht. Ich meine, es ist ja ein Albtraum für jeden Menschen, sich so die Vorstellung zu haben, dass er irgendwann Demenz ist, nicht mehr weiß, was er macht und dann plötzlich wird er pflegebedürftig und wird zur Last der eigenen Kinder. Albtraum, oder? Ja. Ich meine, du sitzt jetzt hier total fit, im Kopf meilenweit anderen Menschen auch voraus. Und du hast eben auch noch gesagt, es ist eben mehrere Dinge. Ja. Und das fand ich jetzt noch gut. Ich habe mal eine Studie gelesen, wenn man das Hirn nicht nutzt, dann baut der Körper das auch ab, oder? Das ist noch eine andere Geschichte, ja. Wir sagen im Deutschen, wer rastet, der rostet. Und im Amerikanischen heißt es, use it or lose it. Ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich hier meine Muckis nicht trainiere, dann schrumpfen die. Man kann natürlich sagen, na gut, dann hast du eben ein paar Muckis weniger. Wir wissen aber heute, dass die Muskulatur ein endokrines Organ ist. Das heißt, die Muskulatur bildet Botenstoffe, Klammer auf, wenn ich sie denn noch habe, die Muskulatur, und sie auch benutze. Dann bildet sie Botenstoffe und einer dieser Botenstoffe, das BDNF, bildet neue Gehirnzellen. Hallo. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Stammzellen, aber die Stammzellen können nicht
greifen, wenn wir die Ressourcen nicht bieten, dass die Stammzellen die neuen Gehirnzellen bilden können. Mhm. Ja, also auch hier, es ist die Komplexität dieses hochkomplexen Organismus, der in vielen Bereichen regulär versorgt sein muss, dass dieses komplexe System funktioniert. Mhm. Das Gleiche haben wir übrigens auch bei der Geburt oder bei der Schwangerschaft. Auch das ist ein komplexer Vorgang. Wir haben zwei Zellen, ja, Spermium und Eizelle verschmelzen und dann wird daraus ein ganzer Organismus. Das ist hochkomplex und funktioniert nur, wenn die Mutter in der Schwangerschaft alle Reserven für das Kind mobilisieren kann. Hat sie die Reserve nicht, kommt es zur Fehlgeburt, dann sagt die Natur, das kriege ich nicht gebacken. Das stoße ich ab. Ja, das ist ganz klar das Zeichen dessen, dass die Natur hier noch eingreifen kann. Aber bei den Krankheiten kann sie dann nicht eingreifen, da geht das einfach weiter. Und dann wird eben langsam aber sicher aus einer relativen Herzschwäche wird dann plötzlich das katastrophale Ereignis eines Herzinfarktes. Ja, aber selbst wenn ich den Herzinfarkt habe, also ein verschlossenes Gefäß, kann ich wieder hingehen, kann den Muskel trainieren, bekomme neue Gefäße, über die der Herzmuskel wieder versorgt wird. Also auch das ist kein Schicksal. Wenn man den Herzinfarkt wieder auftrainiert, was er nicht gewesen ist, dann ist die Infarktgefahr gebannt. Auch das gilt. Aber immer nur, wenn man ihm die Ressourcen gibt. Also die Ressourcen aus der Umwelt, aus einer gesunden Umwelt, sind der Schlüssel zur Heilung des Körpers. Mhm. Ja. Fassen wir zusammen. Die beste Demenzprävention, die man sich vorstellen kann, wäre eine ausgewogene, gute Stoffwechsel zu haben. Also ein guter Stoffwechsel heißt gute Ernährung, Mikronährstoffe aufgefüllt, D3 und Omega-3 müssen top sein, oder? Dann Nutzen des Gehirns und Bewegung des Körpers. Ja, das sind eigentlich die Dinge, wo heute immer mehr zurückgebaut werden. Der Stoffwechsel läuft nicht mehr gerade. Omega-3, D3 am Arsch. Nutzen, wenn man abgeschoben wird, einfach nur noch ins Altersheim und so weiter, dann ist das auch nicht gut. Und Bewegung haben wir auch immer weniger. Also das, das war also abzusehen, dass wir diese Flut von psychischen Erkrankungen bekommen würden. Das Gehirn ist etwas besser geschützt, weil es eine spezielle Barrikade gibt, etwas besser geschützt als der übrige Körper. Aber es war vollkommen klar, es ist ein Bestandteil dieses Körpers. Und wenn der krank ist, dann wird auch das Gehirn krank. Mhm. Die Stoffwechselstörungen betreffen immer den gesamten Körper. Jeder, der Diabetes hat, hat dadurch ein hohes Risiko, auch eine Demenz zu entwickeln. Aber jeder, der Diabetes hat, hat auch ein hohes Risiko, einen Tumor zu entwickeln. Also diese Zusammenhänge sind in dieser leider Gottes falsch organisierten Medizin, die alles ja aufdröselt, immer in Untergruppen. Ja, das ist absolut ein und dasselbe. Und deswegen haben wir ja auch das Phänomen, was aber die Kollegen nicht stört, der Komorbiditäten. Ja, die Leute haben nicht eine Krankheit, sie haben zwei, sie haben drei, sie haben vier, sie haben fünf Krankheiten, die zum Teil entdeckt werden, dann sind sie da, aber zum Teil auch nicht entdeckt werden. Der Hintergrund aber ist der, dass der Körper einfach kaputt ist, zerrottet ist und dann an verschiedenen Stellen Symptome aufbluppen, die dann die Schulmedizin als Krankheit bezeichnet. In Wirklichkeit ist aber der Körper unten drunter krank. Und wenn ich dem wieder die Ressourcen gebe, tut's da wieder. Immer und immer wieder. Das ist eine ganz andere Form von Medizin. Ja, eine ganz andere Körper, Form von was er Medizin. Braucht und er baut eigentlich, er saniert sein Haus wieder selbst. Ja. Und wenn ich die Baumaterial und kein Baustoff und keine Bauarbeiter zum Haus bringe, was soll da repariert werden, oder? Man muss natürlich fairerweise sagen, die Medizin hat auch ihre Domänen. Zum Beispiel, wenn mir einer einen Hammer auf den Kopf haut, dann habe ich da oben ein Loch im Kopf. Das muss akut behoben werden. Für die Akutgeschichten ist die Medizin super, hervorragend. Aber all diese chronischen Prozesse, die eben angeblich nicht heilbar sind, sind keine Domäne der Medizin. Ich sollte die Finger davon lassen, sonst lieber den Köchen überlassen, was anständig zu kochen. Wir haben im Titel gesagt, Demenz und Depression. Und mir fehlt noch ein bisschen die Kausalität. Heißt denn das, dass wenn man in eine Depression rutscht, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu entwickeln, auch da ist? Also es ist sicherlich so, dass jemand, der in eine Depression rutscht, dass der über längere Zeit eine Stoffwechselsituation hat, die seinen Gehirnzellen nicht zum Heile gereicht. Die sind anfällig
Ja? Und wenn ich dann eben noch Stress dazu bekomme, der ja auch wieder ein Steuerungshormon ist, kurzzeitiger Stress ist kein Thema, aber langzeitiger Stress fördert Entzündungen, dann habe ich wieder das Phänomen, dass die Gehirnzellen sich entzünden. Dann können die nicht mehr arbeiten. Dann habe ich entweder die Depression, die sehr stark beeindruckend ist dadurch, dass ich eben gemütskrank bin. Aber ich bin sicher, ich kann mich nicht an Untersuchungen erinnern, aber ich bin sicher, dass der Depressive auch ein lausiges Gedächtnis hat. Der ist auch auf dem Weg in die Demenz rein, mit Sicherheit. Ja. Es sind nur Spielarten der gleichen Stoffwechselstörung oder einer vergleichbaren Stoffwechselstörung in der Gehirnzelle. Vor einem Jahr habe ich mal geschaut, während der Mikrobenwahn so getobt hat, habe ich mal geschaut, welches das meistgegoogelte Wort im deutschsprachigen Raum war. Und das war Depression. Ja. Ja. Und der Klinger hat gesagt, in Amerika hat er es gemacht, da war das Wort Angst. Ja, gut. Ja. Heftig, hä? Ja, heftig. Natürlich. Ja. Also es ist mit Sicherheit so gewesen, dass die Lönchen sich noch schlechter ernährt haben zu Hause. Ja, sie sind noch weniger draußen gewesen, also im Schnitt ist der Vitamin D-Spiegel noch weiter abgesunken. Sie haben noch mehr soziale Probleme gehabt, unter anderem Streit, ja, und sie haben Angst gehabt. Und die Angst ist eben ja auch ein schlechter Berater für das Gehirn, weil es kommt Stress auf und der Stress, wie gesagt, fördert wieder die Entzündung. Also von daher ist ein Circulus Vitiosus, der dort eingesetzt hat und der dann immer noch verstärkt worden ist, weil natürlich auch noch die äußeren Umstände entsprechend waren. Als ich das erste Mal in einer U-Bahn saß und alle Leute hatten die Maske auf, habe ich gedacht, ich bin im Film. Ja? Das kann doch nicht wahr sein, dass wir alle vermummt umherlaufen. Wir haben mal ein Vermummungsverbot gehabt. Ja, plötzlich müssen wir alle damit rumlaufen. Aber alles reden hat nichts geholfen. Es war einfach, über diese Maske sofort zu sehen, da sind linke Äußer und rechter. Ne? Mhm. Auf 100 Meter konnte man schon sehen, ob der königstreu war, nämlich die Maske auf hatte, oder ob er Revoluzzer war. Also hat man gesagt, die Maske muss her. Ne? Hat mit Gesundheit nichts zu tun gehabt. Ne? Mhm. Leider war das. Ja, das kommt das Stichwort. Aber sind wir nicht gegen, sondern sind wir für etwas und wir sind für die Gesundheit. Ja. Da kommt mir gerade in den Sinn, das Schweizer Radio hatte mal einen Bericht gemacht zur Therapie, wo ja da als einzig mögliche Variable der Therapiemöglichkeit war ja dazu gehört. Die Akademiker haben viel mehr das gemacht als die Ungebildeten auf dem Lande. Das war doch eine Frechheit, hä? Ja, aber das sind die Gutgläubigen, die glauben eben der Wissenschaft alles. Ja. Der Angeblichen. Ja. Und es kommt noch etwas hinzu. Das Leben auf dem Lande ist natürlich wesentlich gesünder, ja, in vielen Aspekten, weil da muss man eben sich noch bewegen. Ja. Wenn man was holen will, muss man es irgendwo. Es ist nicht so dicht komprimiert ohne Natur. Und was wir übervergessen haben bisher, ist die Natur selber. Ja. Der Name, den ich eben gesucht habe, war Clemens Arweil. Clemens Arweil war... Dein Buch ist ja genial. Ja, war Ökobiologe. Clemens Arweil hat gesagt, wir müssen in die Natur gehen. Und ich habe es ja in Japan, als ich war, da auch wirklich gesehen. Die haben es ja gemessen. Wenn man jemanden an eine graue Wand schauen lässt, eine Stunde, und ins Grüne schauen lässt, im Grünen, die hatten einen Bruchteil an Cortison, was die gegen die Wand... Ja. Die Patienten, die aus dem Fenster schauen und einen Baum sehen, gehen 3 Tage eher nach Hause. Ja. Alleine dieses Naturbild sorgt schon dafür. Zusätzlich kommen noch die ganzen Botenstoffe, die die Natur für uns bereithält, die draußen sind, nämlich die Aromen. Das ist ein Feld, es gibt zwar eine Aromatherapie, aber die ist meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgelutscht. Wenn wir wissen, inzwischen ist jetzt 50 Jahre alt, hat ein, glaube ich, in Dortmund ein Forscher herausgefunden, dass alle Körperzellen nicht nur Vitamin-D-Rezeptoren haben, sondern auch Riechrezeptoren. Das heißt, die Zellen riechen. Und die Spermien riechen, glaube ich, sehr gerne Maiglöckchen. Ja, das heißt also, wir haben Riechrezeptoren. Und wenn wir bestimmte Dinge riechen, geht praktisch den Zellen das Herz auf. Denn die sind einfach besser drauf. Und das ist der Grund, warum wir im Wald, wo es die Terpene und Ähnliches gibt, wo es uns einfach besser geht, als wenn wir im Betonbau sitzen. Es gibt jetzt ganz viele Studien, gell? Dieses Waldspaten und so weiter, wie gesund das ist. Und das Aromatherapie, wo du gerade ansprichst, ich hatte mal einen Arzt da, der hat irgendeinen Professor Hatt zitiert, der eine Studie gemacht hat, dass der Brustkrebs
nicht mehr wächst, wenn man Lavendelduft atmet. Jetzt lassen wir das nur mal stehen, ob es stimmt natürlich. Oder nicht stimmt. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich glaube auch, dass Duftstoffe das lymphische System angeht und das lymphische System für mich, einfach das autonome Nervensystem, einfach es übernimmt. Ja, ja. Da ist eine Medizin da, die wir noch null Ahnung haben. Absolut, absolut. Was HNO macht, ist bruchstückhaft die Funktion. Wir wissen, dass das Riechsystem das älteste Teil des Gehirns ist. Und mit Sicherheit hat das Riesenaufgabe, von dem wir keine Ahnung haben. Und ich könnte mir vorstellen, ob jetzt Lavendel oder über ein paar Düfte können wir wahrscheinlich Dinge steuern, von denen wir heute keine Ahnung haben. Mhm. Null Ahnung haben. Ja. 100 pro. Ja. Also ist es noch viel, was wir uns noch zusätzlich erforschen können. Und das können wir tun, wenn wir wieder im Club der hellen Köpfe sind. Da sind wir wieder beim Thema. Im Augenblick ist die Großindustrie dabei, die Heilpflanzen platt zu machen. Man darf demnächst keine Heilpflanzen mehr anbauen. Ja, da ist das so wie Haschisch. Ja, ist verboten im eigenen Garten. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Ja, weil das ist eine Konkurrenz natürlich für Medikamente. Mhm. Ja, weil viele Heilpflanzen haben eine Wirkung über Jahrhunderte hin in der Erfahrungsheilkunde bewährt. Kann man nicht brauchen, stört den Verkauf von Medikamenten. Und deshalb braucht es dieses Haus der klugen Köpfe, wo ein paar Millionen Menschen sich vereinigen, Ärzte, Wissenschaftler, aber auch Privatleute, die einem anderen Leitbild folgen. Richtig. Nämlich einer der ganzheitlich orientierten, naturheilkundlich orientierten, wo auch solche Schätze der Naturheilkunde einfach noch umgesetzt werden, wo Ernährung Medizin ist, oder? Stell dir mal vor, Ernährung und Medizin. Ein anderes Beispiel. Es ist kein Zweifel daran, dass der Pfarrer Kneipp Leute geheilt hat. Mhm. Ja, hat die Leute in kaltes Wasser gesteckt. Ja, kaltes Wasser, was macht das? Wir wissen heute, kaltes Wasser löst in dem Körper den Botenstoff Irisin aus. Und Irisin wird auch von der Muskulatur gebildet. Das Irisin fördert auch wieder das Gehirn. Mhm. Das heißt also, wir wissen heute, warum der Pfarrer Kneipp recht hatte mit dem, was er tat. Ja? Und es wird in diesem Haus der hellen Köpfe auch eine Abteilung geben, da steht drüber, Evolution neuer und alter Heilverfahren. Ja? Da werden wir nämlich auch die Standardheilverfahren der Schulmedizin auf den Prüfstand stellen. Es gibt nämlich Studien, die sagen, nur 20% aller Medikamente haben überhaupt eine Wirkung. 80% sind nutzlos. Mhm. Ja, ich habe eine andere Zahl im Kopf, die ist noch schlimmer. Oder 90. Ich habe, wenn man jetzt mit Professor Dr. Harald Wallach habe ich eine Sendung gemacht, die ist jetzt online, die müsstest du jetzt anschauen. Okay. Er hat nämlich Zehntausende von Studien analysiert, was wirklich eine Wirkung bringt, und das war 4%. 4 der ganzen Medikamente. Und das ist ja unfassbar. Unfassbar. Und ich meine, nochmal, Medikament und plus Medikament gibt ja schon wieder eine Interaktion. Auch das und noch. Dann habe ich vielleicht noch irgendwelche E-Stoffe in den Nahrungsmitteln, die auch noch. Also wir haben keine Ahnung, was wir da tun, oder? Ja, natürlich nicht. Und die Dinge sind so naturfremd, dass die Natur sie nicht abbauen kann. Die Mikroben, von denen wir schon mal gesprochen haben, die ja praktisch alles zersetzen, was natürlich ist, die können diese Kunstsubstanzen nicht zerstören. Das heißt, sie kommen am Ende des biologischen Trinkwasserprozesses, kommen die wieder raus. Ja, eine Riesenkatastrophe, die wir da haben. Mhm. Und zum Professor Wallach noch eins. Diese Arbeiten hat er nicht für umsonst getan. Die haben Folgen gehabt, unter anderem, dass er keinen Lehrstuhl mehr hat. Ne? Ja, das will man nicht, das braucht man nicht. Wie man ihn denunziert hat und dieser Mensch also in seinem spirituellen Sein weilt, dass ihn nichts aus der Ruhe bringt, ist für mich wirklich eine Achtung, Hochachtung. Und wir können ihm nicht genügend Danke sagen, solchen Menschen, die einfach ein Leuchtturm sind und sagen, halt, andere Sichtweise, Wissenschaft zeigt andere Fakten. Und das Haus der hellen Köpfe wird so etwas in Zukunft vermeiden. Mhm. So ein Mensch wird seinen Lehrstuhl nicht mehr verlieren, weil wir sagen werden, hallo, dieser Lehrstuhl bleibt bestehen. Und wir werden genügend Rückhalt haben, auch in der Industrie, denn es gibt ja Firmen, die gesunde Produkte haben. Es produzieren ja nicht alle Unternehmen Mist. Mhm. Und diese Unternehmen werden wir auch mit hineinnehmen. Und die können dann noch Stiftungslehrstühle betreiben. Und dann bleiben solche Leute auf ihrem Lehrstuhl und können weiterforschen.
Ja, das muss sich ja verbreiten. Wenn ich denke, was du für ein Beziehungsfeld hast und was wir für ein Beziehungsnetzwerk haben. Ja. Und wenn wir alle diese Netzwerke zusammenlegen. Wir müssen es nur organisieren. Ja, ja. Wir müssen es tun, und zwar heute. So ist es. So wird es geschehen. Okay. Professor Dr. Jörg Spitz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Gerne. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in Bezug auf Demenz und Depression einfach wirklich zu sagen, ganz, ganz wichtig, den Stoffwechsel zu betrachten, die Bewegung halt auch zu machen, Mikronährstoffe genügend einzufügen und das Hirn auch wirklich zu gebrauchen. Und jetzt muss ich aber nochmal switchen. Ich war jetzt 2 Wochen in einer Darmkur und habe FX Meyer gemacht und muss jetzt so sagen, ich habe eine innere Ruhe, die habe ich in meinen noch nie erlebt. Ich glaube, also wenn der Darm leer und gesund ist, bist du oben in der Birne. Ich kann einfach da sitzen und nichts denken. Also was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Essen Stress macht. Essen macht Stress. Und was machen wir? Essen den ganzen Tag. Wir üben Stress aus. Wobei die Definition des Stresses ist ja nicht Ärger, sondern die Definition des Stresses der alten Stoffwechselforscher war, Einfluss von außen ist Stress. Ja, ob ich jetzt einen Säbelzahntiger sehe oder ob die Sonne scheint und diese Energie da, es ist immer Stress für die Zelle. Sie muss reagieren. Der Körper muss etwas tun, wenn man isst. Der kriegt Stress, der muss das nämlich alles verdauen. Und von daher ist er alleine schon sehr erleichtert, wenn er mal nichts zu tun hat und wenn er sich mit sich selber befassen kann. Ja, man muss wissen, dass die Auskleidung des Darmes alle 3 Tage komplett erneuert wird. Ja, die ganze Tapete wieder neu. Das ist so, als wenn man zu Hause ein 5-Gänge-Menü kocht und gleichzeitig tapeziert. Dann hat man mit Sicherheit die Tapete im Kochtopf und den Inhalt vom Kochtopf an der Wand. Wir können das nicht. Aber der Körper kann das. Im laufenden Betrieb erneuert er die Wandbeschichtung. So. Und wenn er dann mal kein Essen hat, dann sagt er, Mensch, heute habe ich Ruhe. Kann ich mich den Sachen widmen? Und was noch dazu kommt, wenn dieser Prozess, dieser Verdauungsprozess nicht richtig abläuft, entsteht da Müll. Entstehen da Giftstoffe. Und diese Giftstoffe gehen durch die Wand durch und der Körper nimmt die auf und transportiert die zum Gehirn. Das heißt, wenn ich da unten schlecht drauf bin, bin ich da oben auch schlecht drauf. Die Wissenschaft hat heute die Achse vom Darm zum Gehirn, aber auch vom Hirn zum Darm. Habe ich da oben Stress, zerschieße ich da unten meine Mikrobiom. Und umgekehrt auch. Das heißt also, es ist ein Ganzes, was zusammengehört. Und da sind noch viel, viel mehr Interaktionen, als wir bisher wissen und ahnen. Und deswegen ist es auch so klar, dass es einem so gut geht, wenn man einmal in dieser Fastenperiode drin ist. Mhm. Am Anfang ist das schwer. Da denkt man, man müsste verhungern, weil das Gehirn keine Glucose mehr bekommt. Mhm. Aber das ist nach ein paar Tagen weg. Dann weiß man, dass man sich auch von Fett ernähren kann, die der Körper selber herstellen kann, diese Fette. Und dann geht es einem gut. Dann ist man wie im Auge des Organs. Ich habe jetzt immer genügend gegessen. Bei FX Meyer gibt es 3 Mahlzeiten am Tag an 250 Kalorien. Aber du kaust es so lange, dass du eigentlich etwa 40 Minuten am Essen bist. Ja, und dann hast du so viel Speichel produziert, du bist satt nach 25 Minuten. Ich habe nie Hunger gehabt, gar nie. Aber was ich damit sagen wollte, ist es ja auch für Leute, die sagen, vielleicht entwickelt sich eine Demenz, vielleicht aber ist es eine Depression, vielleicht aber auch kurz vor einem Burnout. Auch. Wenn die 3 Kategorien Menschen sich die Ruhe gönnen, 2 Wochen lang oder 3 Wochen mal so eine Kur zu machen, dann wird doch hier oben in der Birne alles klar. Ja, klar, absolut. Bin ich bei dir. Ja, wenn man diese alten Hausmittelchen, wenn man die nutzen würde, hätte man einen riesen, riesen Schritt nach vorne und da bleiben dann vielleicht wirklich eine Handvoll Leute übrig, wo man andere Maßnahmen braucht. Aber was machen wir heute? Ich sage, ja gut, ich schreibe dich jetzt mal 3 Wochen krank. Aber das nützt ja nichts. Das nützt überhaupt nichts. Und wenn ich ihm dann noch irgendwelche Hämmer gebe, wieder Aufnahmehämmer gebe, wird die Sache unter Umständen noch schlimmer. Weil das Verständnis nicht dafür da ist. Nein, kausal heißt, schlechte Faktoren rausnehmen, gute Faktoren reintun und dem Körper die Chance geben, sich selber wieder zu nullen und zu funktionieren. Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin total begeistert, diese Ruhe. Eben. Und wenn das wirklich Leute machen würden, die hätten die Chance, wieder ins Leben zurückzukommen und zu verstehen, dass eine angehende Depression oder ein Burnout und so weiter einen Zusammenhang hat mit dem Darm. So wichtig. Die Krankheit, ich habe das früher auch nicht kapiert, die Krankheit ist ein Weckruf oder sie kann ein Weckruf sein. Sie ist kein Schicksal, sondern man hat da kräftig mitgerührt. Ich sage heute, dass der Hauptrührer
da die Gesellschaft ist und nicht der Einzelne, obwohl der Einzelne natürlich auch einige Fehler macht, aber die Gesellschaft hat die Konditionen so schlecht gemacht, dass es einem schwerfällt, sich gesund zu verhalten. Aber es ist immer die Verhaltensstörung, die dazu führt, dass der Körper irgendwann nicht mehr kann. Mhm. Und deswegen muss ich ihm helfen, aus dieser Situation rauszukommen, und er kann sich dann nicht mehr selber daraus befreien, er braucht Hilfe von außen. Und das ist in der Regel nicht das, was die Medizin heute zu bieten hat, sondern das, was eben auf dem Teller ist. Oder in der Bewegung, oder. Und umgekehrt aber auch, wenn einer glaubt, dass er mit Marathonlaufen sein Burnout wegläuft, dann hat er hinterher noch mehr Burnout. Marathonlaufen ist Stress, extremer Stress, und den hält nur ein topgesunder Mensch aus. Und wenn jemand, der schon krank ist, dann noch anfängt, kompensatorisch Marathon zu laufen, der hat die ganze Chose nicht verstanden und das geht nach hinten los, der wird krank. Und jetzt war das Stichwort Teller da. Wir gehen jetzt ins Mittagessen. Okay. Ihnen alles Gute, auch wenn es etwas zu essen gibt. Einen guten Appetit, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.